Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und heute habe ich mal über was habe ich denn eigentlich nochmal nachgedacht? Eigentlich bin ich eher durch Zufall auf dieses Thema gekommen heute. Ich war vor kurzem mit meiner Pflegerin, hi an dieser Stelle, zusammen beim Mediamarkt und dann war es so, dass ich mit ihr zusammen, ich habe Festplatten gebraucht und ich habe dann eben nach dem Preis geguckt und alles. Und wir sind direkt unter einem dieser blöden Lautsprecher gehockt. Und dann, naja, gehockt sind wir nicht, sondern gestanden. Also hocken kann man im Mediamarkt irgendwie nicht, was sehr blöd ist. Meine kleine Idee, vielleicht sitzt Sessel rein, tun und die Musik leiser stellen. Ja, und auf jeden Fall wollte ich reden oder auch einfach über den Unterschied zwischen den Festplatten und habe mich umschauen wollen und habe dann irgendwie. Man hat sein eigenes Wort kaum verstanden gefühlt. Und habe ich zu ihr gesagt, also der Mediamarkt ist nicht Asperger-freundlich. Und an genau demselben Abend hat meine Mom dann zu mir erzählt, also mir gesagt, dass sie auf Facebook gelesen hat. Wow, das klingt jetzt so richtig nach Hörensagen. ja, aber sie hat auf jeden Fall dann auf Facebook gelesen, dass es in Australien eine Stunde pro Tag gibt, in diesem Zeitraum können dann Asperger und andere, die lärmempfindlich sind, einkaufen gehen. Da habe ich mir überlegt, eigentlich ist das ja schon cool. So, und deswegen kommen wir heute zum Thema an, nämlich ich würde gerne mit euch hypothetisch reden. So, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber hypothetisch geredet, was wäre, wenn es das bei uns auch gäbe hier in Deutschland? Und ja. Also meine Mutter, ihre erste Frage war dann, also sie hat unter diesem Beitrag kommentiert, ob es denn wirklich so viele Asperger in Australien gibt und die Antwort war ja. Ja, also was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es da sehr viele Asperger-Auswanderer gibt, weil da ist immer Sonnenlicht und vor Jahren hat mir mal irgendein Erdkundelehrer erklärt, dass man da nur mit einem T-Shirt baden gehen kann, weil globale Erwärmung und so. Ja. Entschuldige mich eine Sekunde, mein Hase rattert gerade am Stall ohne Ende. Nein, wisst ihr was, ich lasse ihn rattern, das ist Erziehung. Das ist immer das Schwierigste. Ja, auf jeden Fall hat der mir erklärt, dass man nur mit einem T-Shirt da reingehen kann, weil da das Ozonloch ist oder irgend sowas, so die Ozonschicht am allerschwächsten, dass es da so heiß ist, dass man halt nur mit einem T-Shirt baden kann. Ich habe damals verstanden, dass es da Gesetze gibt, dass man mit einem T-Shirt baden kann, weil keiner irgendwie sich mehr traut, ohne, also so mit nacktem Oberkörper baden zu gehen. Aber gut, mein Vater hat es mir dann später erklärt, was eigentlich damit gemeint war. Aber ja. Ja, und jetzt habe ich mal so drüber nachgedacht, warum ich eigentlich tendenziell jemand bin. Ich gehe sehr, sehr selten in die Innenstadt, weil es da bei uns immer lauter ist als überall anders und ich das Gefühl habe, dass es da immer saumäßig dröhnt, da sind so viele Leute und überhaupt und sowieso. Und als ich dann gehört habe, dass es in Australien wirklich eine Stunde Zeit gibt für jeden Tag, wo man einkaufen kann und wo es einfach ruhig ist, habe ich mir dann überlegt, wie funktioniert das dann? Also kannst du dann theoretisch jemanden noch was fragen oder müsstest du auch ruhig sein? Also ist da ein absolutes Schweigeding. Also so nach dem Motto, wir sind hier in einem schweigenden Kloster, also keiner sagt was. Oder darfst du noch Fragen stellen, wie zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen dies und jenem Uhr oder diesem und jenem Handy? Oder ist es dann nur so, oder heißt, dass es da ruhig ist, dann, dass da nun keine Musik spielt? Oder heißt es dann auch, dass dann die Menschen, die Nicht-Asperger, die Normalos, dass sie dann auch ruhig sind? Oder sind die zu diesem Zeitpunkt einfach gar nicht in der Stadt und man ist dann total, in Anführungszeichen, unter sich? Also irgendwie habe ich mir das, ich weiß nicht, wie ich mir das, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das so abläuft. Und ich frage mich dann auch, ob das dann überall in Australien ist oder ist es nur in einer Stadt so? Oder ist es in kleineren Städten so oder ist es in größeren Städten eher immer so? Oder gibt es da überhaupt ein immer? Oder gibt es da nur so ein paar Wochen, wo das ist? Also einmal im Monat, 7 Tage. Also so nach dem Motto, eine Woche im Monat, dann kannst du einkaufen gehen. Da gibt es so viele Fragen, die ich mir gestellt habe. Aber was ich mir vorstellen könnte, wie das wirklich funktioniert und wie das wirklich eine richtig gute Sache wäre, auch hier für uns in Deutschland, wäre, wenn man die Chance hätte, dass dann,
Also vereinzelt Läden wären, also wirklich so, ich weiß nicht, so ein Lebensmittelladen, ein Kleiderladen, ein Schuhladen, ein Elektronikladen und meinetwegen noch die Bank oder so, dass die dann vereinzelt einfach sich, ja, dass da vereinzelt jemand hingehen könnte und sowas sagen wie zum Beispiel, ich brauche Beratung, aber mir ist im Moment zu laut. Wann haben Sie Ihre leisen, also Ihre Tage, wo Sie die Musik nicht anmachen? Wann ist für ihn der leise Tag? Also so, dass es dann immer verschieden, also dass die Läden nach sich entscheiden, nach ihrem Ermessen entscheiden können, wann dieser Zeitpunkt besser ist. Also sowas wie zum Beispiel, ein Laden sagt, bei mir läuft es am Mittwoch überhaupt nicht. Da kommen so gut wie keine Kunden. Mittwoch zwischen 12 und 13 Uhr, da habe ich total Ebbe im Laden. Und dass der dann zum Beispiel sowas sagt wie, ja gut, wenn da eh keiner kommt, kann ich auch die Musik ausmachen und kann theoretisch mal es für Leute öffnen, die lärmempfindlich sind oder die eben andere Bedürfnisse haben. Ja, und das könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht funktioniert. Aber der Nachteil wäre natürlich, dass man dann sehr auf die Läden angewiesen ist und dass es dann sein kann, dass die Öffnungszeiten oder die Stunde, wo diese Läden so leise sind, dass die dann mehr oder weniger in den Zeitraum fällt, wo keiner von uns Aspergern wach ist oder nur sehr wenige. Und dann am Ende doch wieder andere für uns das erledigen oder wir es doch wieder online erledigen müssten. Eine andere Idee, die ich mir dann so überlegt habe, wäre vielleicht, dass der Laden eine Stunde länger aufmacht oder eben am Abend und du dann einfach noch eine Stunde lang Zeit hast, theoretisch, wenn du gar keinen Lärm magst, in den Laden zu gehen und in Ruhe kurz einzukaufen, ohne diese Musik, ohne Hektik. Und wo es dann natürlich dann auch wirklich so ist, dass wenn du theoretisch in den Laden reingehst und rumschreist, dass du dann auch aus dem Laden, vom Laden gebeten wirst zu gehen, damit die Ruhe wirklich gegeben ist. Aber das stelle ich mir dann auch wieder schwer vor umzusetzen, weil, naja, du kannst ja nicht wortwörtlich stillschweigend durch den Laden gehen, weil manchmal hast du einfach so Fragen wie zum Beispiel, haben Sie Toastbrot mit, haben Sie Toast da? Haben Sie den Toast von dieser und jener Marke da? Und ich kenne mich zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel sehr einkaufen gehe, ich bin sehr auf die Essensmarken, ich kaufe sehr selektiv ein. Und das, was ich brauche, muss genau von der Marke sein, weil wenn es nicht von der Marke ist, nehme ich sicher nicht. Also ich würde zum Beispiel jetzt niemals einen Toast von einer anderen Marke nehmen als Golden Toast, weil ich einfach Golden Toast vertraue. Das klingt jetzt voll wie eine schlechte Werbung, aber ich habe halt schon immer Golden Toast gegessen und deswegen würde ich einfach keinen anderen essen. Und wenn es dann den einfach gerade nicht gibt, dann nicht fragen zu können, haben Sie den bald wieder im Sortiment, ist auch nicht gut. Also wie ich es auf jeden Fall mir vorstellen könnte, wäre einfach, es mal zu versuchen. Also was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wäre, wenn es mal zumindest ein paar kleinere Städte oder große Städte mal probieren würden, einfach mal dieses, es versuchen, ja, eine stille Stunde einzurichten für Leute, die nicht die Chance haben. Ich meine, auch Leute, die ein Hörgerät haben, zum Beispiel, können im Laden sehr schlecht nur hören, weil da Musik ist und alle quatschen und Lärm und überhaupt und ja. Dann wird auch denen wird schon helfen. Und allein die Möglichkeit, dass da jemand daran denken würde, würde, glaube ich, schon mal viel bewegen. Und ich finde es einfach, ja, ich fände es einfach schön, wenn man das so mal versuchen könnte. Aber ich weiß eben nicht, wie man es umsetzen sollte. Vielleicht schreibe ich irgendwann mal um irgendeinen Politiker, ob er das vielleicht mal umsetzt. Gesundheit, Mama. Gesundheit, Mama. Ja, gute Frage überhaupt. Was wäre, wenn man jetzt in so einer stillen Stunde plötzlich niesen muss? Ist das dann schon Lärmbelästigung in diesem Fall? Ja, Entschuldigung, ist doch mal eine legitime Frage, Mama. Ich meine, wenn die sagen, eine stille Stunde, das stelle ich mir vor wie im Kloster, dass man da gar nichts mehr sagen darf und total die Stille herrscht. Und dass man sogar die Staubkörner fliegen hört. Naja, ich für meinen Teil, ich glaube, ich würde es mal tatsächlich irgendeinem Politiker schreiben und mal fragen, ob sowas überhaupt möglich ist oder ob man da überhaupt mal drüber nachdenkt. Könnte ich vielleicht mal machen.
So, und jetzt sehen wir Elena bei ihrem Punkt, könnte ich mal machen, ich werde mal schreiben. Und wie alle in meiner Familie das so machen, wird da wahrscheinlich nichts draus werden. Aber mal sehen. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Wie würde das funktionieren, so eine stille Stunde? Wie stellt ihr euch das vor? Was würdet ihr dann euch wünschen in dieser stille Stunde? Stille Stunde. Wow, okay, ja. Entschuldigt, das klang jetzt irgendwie gerade komisch. In so einer ruhigen Stunde. Was würdet ihr einkaufen gehen und was würde für euch die wichtigsten Punkte sein, wo ihr das auf jeden Fall haben möchtet oder haben wollen würdet? Und habt ihr überhaupt Probleme damit, wenn es in den Läden lauter ist oder findet ihr das eigentlich gar nicht mehr störend, weil es so alltäglich ist? Also ich für meinen Teil, ich finde es, also ich kann es nur von meiner Warte aus sagen und ich kann es nicht leiden, wenn es in diesen Läden immer so dröhnt und wenn man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Das war einfach mal heute das Thema. Ich wollte einfach mal hypothetisch mit euch reden, was wäre, wenn und was, wie könnte ich es mir vorstellen, dass es sein könnte. Ihr könnt mir auch gerne schreiben auf Twitter oder Facebook oder eben eine E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis dann. Ciao.